She me up like it's Benny, but she. Sorry about that. 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 Freunde, was geht? Wir kommen zurück zu einem neuen Video von Steezy Media. Heute gehen wir mit dem Rocco und Jan und meinem Dad zu einem Treffen in Karlsruhe, zu einem VW-Freaks-Treffen. Da werden höchstwahrscheinlich nur VWs sein oder halt VAG mit Audi und Skoda oder so. Wissen wir noch nicht ganz, aber jetzt müssen wir die Karre noch mal kurz ein bisschen sauber machen, weil der Blütenstaub ist insane. Also, ja, man sieht es nicht gut, aber wir machen kurz das Auto noch mal ein bisschen sauber und dann gehen wir ab zum Treffen. Wir sehen uns dort. I just wanna chill and twist the lock. Catch stunts in my 745. You drive me crazy, shorty. I need to see you and feel you next to me. I provide everything you need and I like you see. That I gotta ask and I hope you can come up with the answers, baby. If I didn't smell so good, would you still hug me? If I got locked up and sentenced to a quarter century, could I count on you to be there to support me mentally? If I went back to a hoopty for my bands, would you poof and disappear like some of my friends? If I was hit and I was hurt, would you be by my side? If it was time to put in work, would you be down to ride? I get out and kill a nigga, cap, chill and drive. I'm asking questions to find out how you feel inside. If I ain't rap cause I flip burgers at Burger King, would you be ashamed to tell your friends you're feeling me? In the bed if I use my tongue, would you like that? If I wrote you a love letter, would you write back? Now we can have a little drink, you know a nightcap. And we can go do what you like, I know you like that, like that. Girl, it's easy to love me now. Would you love me if I was down? So, wir sind jetzt da auf dem Treffen, sind schon richtig geile Autos dabei. Joel und Jan sind auch alle da. Lisa ist auch dabei. Da steht er. Wir haben ein richtig cooles Line-Up. Wir haben erst mein Scirocco, dann haben wir mein Dad sein TCR, dann haben wir Jan sein Scirocco und dann steht jetzt noch einer mit noch einem TCR hier. Also das Line-Up sieht echt gut aus. Ich filme es mal kurz. Also da ist meiner, mein Dad, Jan und noch ein TCR. Ja. Also, es sind richtig viele kranke Karren dabei, es sind auch viele Oldschool-Sachen dabei, gerade wegen VW-Treffen. Also es ist sehr viel VW Oldschool. Eine Sache ist richtig krank, hier ist ein alter Scirocco, der hat den anderen, der hatte zwei, hat einen halbiert und hat ihn als Anhänger. Das zeige ich euch jetzt auch nochmal kurz. So, wir chillen jetzt gerade im Stuhlkreis. Hier sind alle. Ja, Mann. Die Autos. Ja, ich habe ein paar Aufnahmen von allen Autos hier gemacht. Die seht ihr jetzt. Und dann mal schauen, was heute der Tag noch so bringt. Hey, Joel. Guck schön, Digga. Auf dein Modelface. Soll ich dein Instagram einblenden? Nein.
So, das Treffen ist jetzt vorbei. Ich sitze in meinem Auto hier. Das Treffen war mega cool. Ihr habt jetzt Videos gesehen von den Autos, die da stehen, so einen kleinen Porn-mäßig. Es ist noch was mega cooles passiert. Und zwar, die Leute, die das Treffen organisiert haben, sind noch rumgelaufen und haben dann sozusagen eine Fahrzeugbewertung gemacht, Best of Show. Und es war mega cool. Erstaunlicherweise haben dann Jan, mein Dad und ich alle drei einen Pokal gewonnen. Wie das Ganze abgelaufen ist, habe ich auch gefilmt, beziehungsweise meine Freundin. Der hat das Ganze gefilmt, davon seht ihr jetzt einen Ausschnitt und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, liked das Video, schreibt einen coolen Kommentar und abonniert den Channel. Im Sommer sind wir auch noch im Hockenheimring, so wie letztes Jahr. Plus dieses Jahr wird das Event nochmal viel größer, viel krasser. Da nehme ich euch auf jeden Fall auch mit. Und wenn ihr weiter nichts verpassen wollt, aktiviert die Glocke. Richtig. Schade mal 93, wenn ich richtig sehe, oder? Ja, müssen wir mal aufsteigen, gell? Sonst gibt's den. Applaus für ihn, bei Konfliktenstand Nummer 17. Wenn ich das richtig deute, ist jetzt das Vater-Sohn-Gespann, richtig? Ah ja, der Sohnemann kommt jetzt, ja? Echt? Sehr geil. Das ist alles in der Familie. Schön, dass es in der Familie bleibt, ja. Ja, Derby, Savalle Derby. Da brauche ich ein neues Radio. Savalle Fabio 18 ist, steht der Derby im Hof, nimm er der Garage alles. So, ich das auch sagen? Könnt ihr zeigen? Wow. War das anscheinend einfach gewesen.